Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Deutsche Soldaten der SFOR-Friedenstruppe waren in der vergangenen Nacht an einer groß angelegten Durchsuchungsaktion in Sarajevo beteiligt. Dabei sollen im Hauptquartier der bosnischen Armee Akten, Videobänder und Computerdisketten beschlagnahmt worden sein. Insgesamt waren rund 100 französische und deutsche Soldaten im Einsatz. Ob es bei der Aktion um Beweismaterial gegen Kriegsverbrecher ging, ist unklar. Die SFOR hat bislang nähere Auskünfte verweigert. Sarajevo letzte Nacht, eine Großrazzia der internationalen Friedenstruppe, Ziel, das Hauptquartier der bosnischen Armee und gleich daneben das Zentralgefängnis. Zum ersten Mal so offen mit dabei deutsche Soldaten. Ein militärisch hochgesicherter Einbruch und auch ein politischer Flop. Keine versteckten Waffen, im Gefängnis keine heimlichen serbischen oder kroatischen Kriegsgefangenen. Der Truppensprecher vernebelt das Ganze als tägliche Routine. Das machen wir jeden Tag 20 Mal. Nur zu hören war davon bislang nichts. General Delic, der bosnische Armeechef: Man muss bei uns nicht einbrechen, wir stellen alle Unterlagen zur Verfügung. Das hier muss die SFOR-Truppe uns erklären. Am Ende sind es 5 Kisten mit irgendwas, das alles wohl nicht viel mehr als ein Signal. Die internationale Truppe tut was, und zwar auf allen Seiten, gleichgültig, was dabei rauskommt. Nach 3-tägiger Suche ist heute in Nordgriechenland das Wrack der vermissten ukrainischen Passagiermaschine gefunden worden. Es liegt in einer Schlucht am Bergmassiv des Olymp. Das Flugzeug mit 70 Menschen an Bord war am Mittwoch beim Anflug auf Thessaloniki von den Radarschirmen verschwunden. Die Absturzstelle liegt in schwer zugänglichem Bergland in rund 1100 Metern Höhe. Ein griechischer Militärhubschrauber entdeckte die Wrackteile der Yakovlev 42. Mehr als 5000 Soldaten hatten sich an der Suche beteiligt. Für die 62 Passagiere, darunter ein Deutscher, und die 8 Besatzungsmitglieder gibt es kaum Überlebenschancen. Der Funkkontakt zu der Maschine war kurz vor der Landung plötzlich abgerissen. Bei der Suchaktion verunglückte heute ein griechisches Militärflugzeug. 5 Personen starben. Auf Sumatra begannen die Bergungsarbeiten der gestern abgestürzten Boeing 737. Die Maschine der singapurischen Fluggesellschaft Silk Air war erst seit 10 Monaten im Dienst. Aus noch ungeklärter Ursache war sie in den Fluss Musi im Süden der Insel gestürzt. An Bord befanden sich 104 Menschen, darunter 4 Deutsche. Überlebende wurden bisher nicht geborgen. Augenzeugen haben von mehreren Explosionen vor dem Absturz berichtet. Gegen die Bundeswehr sind neue Vorwürfe laut geworden. Der Bild am Sonntag liegt eine eidesstattliche Versicherung des Sohnes des früheren Bundesministers Krause vor. Darin berichtet der 21-Jährige, während seines gerade beendeten Grundwehrdienstes bei den Fallschirmjägern im niedersächsischen Varel sei es 2 bis 3 Mal im Monat zu rechtsradikalen Vorfällen gekommen. Bei Feiern sei auf den Führer angestoßen worden. Unteroffiziere hätten den Hitlergruß gezeigt. Rechtzeitig vor einer Untersuchung der Einheit sei säckeweise rechtsradikales Propagandamaterial beiseite geschafft worden. Trotz reger Umsätze am 4. Adventswochenende befürchtet der Handel erhebliche Einbußen im Weihnachtsgeschäft. Nach Angaben der Branche haben sich die Verbraucher auch in diesem Jahr bei ihren Einkäufen für das Fest vergleichsweise eingeschränkt. Gegenüber der Bild am Sonntag machte Verbandssprecher Wertz dafür die hohe Arbeitslosigkeit verantwortlich. Außerdem hätten viele Betriebe kein Weihnachtsgeld gezahlt. Auf einen heißen Endspurt hatte der Einzelhandel gehofft. Aber trotz 2-stelligem Umsatzplus am heutigen Tag, die enttäuschende Bilanz in diesem Jahr ist nicht zu retten. Obwohl sich die Kundschaft in den Innenstädten drängelt, hielten sich die meisten beim Geldausgeben denn doch zurück. Insgesamt rechnet der Einzelhandel mit einem Weihnachtsumsatz von rund 20 Milliarden Mark, 1 Milliarde weniger als noch im letzten Jahr. Die Verbraucher sind äußerst zurückhaltend und verwenden das spärliche Einkommen, was sie noch haben, lieber für eine Reise, die mehr Spaß macht als der Bummel in der Innenstadt, oder für andere Freizeitgeschichten. Davon wiederum profitiert allerdings auch der Sporthandel, denn Snowboards gehen in diesem Jahr so gut wie noch nie. Neben Sport und Freizeit boomt die Kommunikationsbranche auch im Weihnachtsgeschäft. Für Handys, Computer und Faxgeräte gibt der Verbraucher sein Geld aus, ebenso für Spielzeugwaren. Ganz oben auf der Hitliste stehen hier vor allem Computerspiele. Ladenhüter dagegen bleiben, wie auch schon im letzten Jahr, Hi-Fi-Artikel und vor allem Textilien.
Vergebens auch der Versuch, mit Sonderangeboten zu locken. Der Verbraucher hat nicht nur weniger Geld und kauft gezielter, er spart auch schon mal mit Blick aufs nächste Jahr. Wenn Sie die Politik verfolgen mal heute, was heute gesagt wird, morgen nicht mehr wahr ist, dann hält man schon die Taschen zusammen. Der Einzelhandel schaut ebenfalls pessimistisch in die Zukunft. Man rechnet mit weiteren Einbußen. Und vor allem die Mehrwertsteuererhöhung, so fürchten die Händler, beschere ihnen wohl eher ein düsteres Jahr. Die türkische Gemeinde in Deutschland hat sich den Vorwürfen aus Ankara gegen die Europäische Union angeschlossen. Ihr Vorsitzender Keskin sagte heute im Deutschlandradio Berlin, bei der Erweiterung der EU sei die Türkei vor der Tür gelassen worden. Dabei hätten objektive Kriterien keine Rolle gespielt, sondern die religiösen und kulturellen Unterschiede. Der amtierende südkoreanische Präsident Kim Jong-sam und sein gewählter Nachfolger Kim Dae-jung wollen die wegen Hochverrats und Korruption verurteilten Ex-Präsidenten No und Chun begnadigen. Dies gab heute in Seoul das Präsidialamt bekannt. Die beiden ehemaligen Armeegeneräle Chun und No waren im August 1996 verurteilt worden, der eine zu lebenslanger, der andere zu 17 Jahren Haft. Sie mussten sich wegen eines Militärputsches und der Niederschlagung von prodemokratischen Aufständen 1980 in der Stadt Gwangju verantworten. Die Geiselnahme eines schwedischen Diplomaten in Moskau ist in der vergangenen Nacht blutig beendet worden. Als der Diplomat gegen einen russischen Offizier auf dem Gelände der schwedischen Botschaft ausgetauscht worden war, erschossen Scharfschützen einer Antiterroreinheit den Geiselnehmer. Bei der Aktion wurde auch der Offizier tödlich verletzt. Der Geiselnehmer wollte Lösegeld und freies Geleit ins Ausland erpressen. Zum Abschluss des ANC-Parteitages hat der südafrikanische Staatspräsident Nelson Mandela die Delegierten aufgerufen, die Prinzipien von Gleichheit und Gerechtigkeit weiter zu pflegen. Seinen Nachfolger im Amt des Parteivorsitzenden, Mbeki, warnte er, nicht zu stolz zu werden. Abschiedsparty für Nelson Mandela. Am Ende des ANC-Parteitages feierten zehntausende Menschen im Stadion von Mafeking ihren Madiba, wie sie liebevoll den scheidenden Parteivorsitzenden nennen. Noch fungiert der als Staatspräsident Südafrikas, aber praktisch sind alle Regierungsgeschäfte in der Hand des neuen ANC-Chefs Thabo Mbeki. Die beiden übergaben Medaillen an die zwei populärsten Fußballteams, die zu Ehren Mandelas anschließend spielten. Tribut für einen großen Politiker und Freiheitskämpfer. Der ANC zeigte sich auf seinem Parteitag geschlossen. Die neue Führung wurde fast einstimmig gewählt. Auch das umstrittene Wirtschaftsprogramm, das vielen an der Basis zu liberal und marktorientiert erscheint, fand heute Unterstützung. Parteidisziplin gilt als oberste Tugend. Uns wurden bittere Flügelkämpfe vorhergesagt, aber wir haben uns einig gezeigt, gab sich Thabo Mbeki in seiner Abschlussrede heute siegessicher. Nelson Mandela gehört nun zu den Veteranen der Partei. Trotz der ausgelassenen Stimmung, seine Nachfolger und die neue Führung warnt er zum Abschluss mit deutlichen Worten vor Selbstherrlichkeit und Machtmissbrauch. Und dann übergab er Thabo Mbeki symbolisch den Führungsstab. Der sei aus einem Holz geschnitzt, das niemals altere. Der Wachwechsel beim Afrikanischen Nationalkongress ist reibungslos vollzogen worden. Auch das gehört zum Verdienst von Nelson Mandela. Im Erpressungsfall Schwartau hat die Lübecker Polizei bereits 12.000 Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. Ermittelt werde in alle Richtungen, so die Sonderkommission. Nach ihren Angaben gibt es keine Spur, die zu einem Täter im Umfeld des Lebensmittelherstellers führt. Ebenfalls nicht erhärtet hat sich der Verdacht, dass die Gesundheitsbeschwerden eines jungen Hamburgers im Zusammenhang mit dem Erpressungsfall stehen. Die von ihm verzehrte Schwartau-Marmelade enthielt nicht das bisher in drei Gläsern entdeckte Gift Warfarin. Tabellenführer Kaiserslautern geht mit einem 4-Punkte-Vorsprung in die Winterpause der Fußball-Bundesliga. Doch nicht nur über den Sieg gegen Köln konnten sich die Fans des Aufsteigers heute freuen. Trainer Otto Rehhagel hat sich nach längerem Hin und Her entschieden, seinen Vertrag bis zum Jahr 2000 zu verlängern. Im Spitzenspiel des Tages stoppte Leverkusen den Höhenflug von Stuttgart. Bayern München konnte dagegen in Wolfsburg 3 Punkte holen. Besinnliche Stimmung bei den Wolfsburgern unter den 21.600 Fans vor dem Anpfiff, die durch eine dramatische Partie allerdings schnell verflog. Die 5. Minute und Mehmet Scholl trifft nach Jankas Vorarbeit zum 0:1 für München.
Die Freude der zu Beginn überlegenen Bayern war noch steigerungsfähig, denn nach diesem Fehler des Wolfsburger Liberos Keller bringt Carsten Janka den Ball trotz Behinderung im Tor unter. Die immer stärker spielenden Wolfsburger kamen dann kurz vor der Pause noch einmal heran. Claudio Reynas 1:2. Nur eine Minute nach der Pause dann der Ausgleichstreffer von Detlef Dammeier für den VfL, der in der Folge dem Sieg näher war als der FC Bayern. 11 Minuten vor dem Ende rettete dann allerdings Samuel Kufur den Münchnern mit seinem 3:2 drei wichtige Auswärtspunkte im Fernduell mit Kaiserslautern gegen einen erneut stark spielenden Aufsteiger aus Wolfsburg. Bayer Leverkusen präsentierte sich beim 6:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart in Weihnachtsstimmung. Erst verlängerte Christoph Daum seinen Vertrag um 3 Jahre, dann ließ seine Mannschaft ein wahres Schützenfest gegen den Tabellendritten folgen. Peinlich erzielte schon nach 2 Minuten die Leverkusener Führung, die Rink in Minute 15 ausbaute. So wie auf Stuttgarter Seite normalerweise Balakow, die Torhüter Nard, tat dies wenig später peinlich mit seinem Freistoßtor zum 3:0. Nur kurz keimte bei Stuttgart Hoffnung auf, als Bobic der 3:1 Pausenstand gelang. Rüdiger Vollborn für den verletzten Dirk Heinen im Leverkusener Tor durfte nach dem Wechsel über weitere Treffer seiner 11 jubeln. 4:1 Lehnhoff. Leverkusen hatte die Pokalniederlage gegen Bayern München bestens verdaut und kam durch Paulo Rink gar zum 5:1. Den Schlusspunkt setzte nach einer Traumkombination Jan Heinze 10 Minuten vor dem Ende. Nach dem 6:1-Sieg geht Leverkusen hinter Stuttgart als Vierter in die Weihnachtsferien. Die weiteren Ergebnisse: Kaiserslautern Köln 3:2, Bielefeld Karlsruhe 2:1, Duisburg Bochum 2:0, 1860 München Bremen 0:1. Bereits gestern spielten Dortmund Schalke 2:2, Mönchengladbach Berlin 4:2. Das Spiel Hamburg Rostock findet morgen statt. Dieter Thoma aus Hinterzarten hat beim 6. Weltcup Skispringen in Engelberg einen 5. Platz errungen. Seine Weiten 109,5 sowie 113,5 Meter. Dafür erhielt er 195,4 Punkte. Der 28-Jährige sicherte sich damit das gelbe Trikot des Gesamtbesten. Sieger heute wurde der Österreicher Andreas Wiedhölzl vor seinem Landsmann Stefan Horngacher. Die Deutschen Jeckle und Hanna Wald unterstrichen als 7. und 12. das insgesamt gute Ergebnis des Deutschen Skiverbandes. Ski Alpin. Die zuletzt schon so erfolgreichen deutschen Frauen konnten auch bei den Weltcup-Wettbewerben im französischen Val d'Isère triumphieren, und zwar in der Kombination. Nach dem abschließenden Slalom standen die ersten 3 Plätze fest. Der Sieg ging an Hilde Gerg vor Katja Seitzinger und Martina Ertl. Die Lottozahlen 14, 19, 34, 35, 39, 42, Zusatzzahl 17, Superzahl 6. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 2, 5, 1, 7, 8, 6, 9. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. 8, 2, 5, 4, 2, 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 21. Dezember. Auch am 4. Advent nasskalte Schmuddelwetter. Verantwortlich dafür Tief Wendy. Es zieht in der Nacht von den Alpen über Deutschland hinweg zur Ostsee. Im Gepäck hat es wolkenreiche Luftmassen. In der Nacht über Deutschland deshalb eine geschlossene Wolkendecke, dazu Regen. In den Frühstunden vielerorts wieder Glatteis. Auch tagsüber hat die Sonne keine Chance. Nördlich der Mittelgebirge den ganzen Tag Regen, im Norden und am Alpenrand Schneeregen. Oberhalb 600 Meter Schneefall. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Westen um West, im Osten und Südosten aus Süd bis Ost. Die Temperaturen nachts 4 bis minus 3 Grad. Tagsüber am Oberrhein 6, sonst 2 bis 4 Grad Celsius. Auch in den nächsten Tagen bleibt es bedeckt und trüb. Dazu zeitweise Regen, in den Mittelgebirgen auch Schneefall. Es sind weiterhin milde Temperaturen angesagt, zwischen minus 1 und plus 7 Grad.